Letzter Angriff. Meha, Wemmer startet, der Rechtsverteidiger. Die Hereingabe und das Tor, Dennis Yilmaz. Erster richtiger Torschuss Paderborn. 0-1, 43. Dennis Yilmaz. Das alles ganz, ganz fix. Wir haben es gestoppt von 13 Sekunden vom 16er, vom eigenen Torhüter in den anderen Kasten. Hubnik mit schlechter Kopfballabwehr. Nico Schulz sieht ja übel aus gegen Meha. Und dann ist die linke Berliner Abwehrseite offen. Und in der Mitte stehen gleich drei Rote. Und Dennis Yilmaz macht's. In der Vorwoche erzielte er gegen Werder Bremen im Vorbereitungskick beim Sieg über Werder noch als Probespieler ein Tor. Es war kein Abseits. Yilmaz hatte noch gar keinen Vertrag. Das holte man unter der Woche nach. Und jetzt trifft er schon wieder. Neuzugang von Mainz, ausgebildet bei Bayern München, Dennis Yilmaz. Ramos überlässt für den anderen Ronny und der haut einen raus, ansatzlos, 1-1. Und der weite, weite Lauf des Ronny. Ausgleich. Sein Bruder Raphael ist zu Dynamo Kiew gewechselt. Er jetzt allein in Berlin und der ließ sich hier abfeiern. 3 Jahre ist er schon in der deutschen Hauptstadt bei der Hertha. Zum ersten Mal trifft er im Olympiastadion. Bisher hat er unglaublich all seine Tore auswärts erzielt. In der Entstehung Paderborn hier nicht griffig genug. Vielleicht trauerten sie noch der dicken Gelegenheit auf der anderen Seite zum 0-2 nach. Ramos wird nicht angegriffen. Ronny macht das dann. Herausragend werden wir jetzt in der dritten Zeitlupe sehen. Pitschpatsch ist er vorbei und hinein ins Vergnügen. Tolles Tor. Linksverteidiger Bertels, das ist die Schlussphase. Der geht noch mit nach vorn. Hubnik kommt dazwischen. Roman Hubnik. Das ist der personifizierte Abstieg in der Wir haben schon klarere Foulspiele im 16er gesehen. Aber es war eins. Mit dem linken Fuß schert er aus gegen Bertels. Jetzt gleich die letzte Einstellung. Das ist ungefähr die Perspektive von Schiedsrichter Aitekin. Den Ball hat er nicht getroffen und mit links trifft er den Fuß von Bertels. Armer Roman Hubnik. Und jetzt Meha gegen Sascha Burchardt. Meha gegen Burchardt. Paderborn wieder vorne und nur noch 5 Minuten zu überstehen. Machen die etwa so weiter wie in der Vorsaison, als sie 61 Punkte holten und Fünfter wurden. Klassisch verladen. Tolles Tor von Alban Meha. Ganz cool geblieben. Junge, Junge. Fußball-Mafia DFB kam von dem Gebälk. Aber sie hat noch eine Möglichkeit. 88. Minute. Freistoß. Volle Konzentration. Viele Chancen wird es hier nicht mehr geben, um zumindest das Unentschieden zu holen. Ronny und Alagui. Der Blick an die Linie. Fahne bleibt unten. Treffer zählt. Kein Abseits. Ronny wieder beteiligt und Alagui, der unterm Strich etwas unauffällig war, macht die Hütte. 2-2. Und sie wollten jetzt noch mehr. Wir müssen schauen. Es war kein Abseits. Knapp, aber kein Abseits. Beim Schuss von Ronny noch gleiche Höhe von Alagui. Natürlich sieht Torhüter Lukas Kruse hier nicht glücklich aus. Aber die Mauer hatte sich aufgelöst. Das ist schwer für den Keeper. Aber ganz unhaltbar schien es natürlich nicht. Dumm gelaufen für Kruse. Alagui.